Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück auf Hof Bergmann. So, ich habe ein bisschen vorgespult, ein paar Stunden Ingame aber auch nur. Der Weizen ist hier im Wachstum gedüngt, letzte Wachstumsstufe wahrscheinlich. Dann wird der erntereif werden, aber noch ist es halt leider nicht so weit. Hier ist die erste Wachstumsstufe vom Weizen schon aus dem Boden gekommen. Wir haben aber erst 50% gedüngt, also nutze ich jetzt die Gelegenheit zum drüber düngen, damit wir da auch auf 100% sind für den Ertrag. Nicht? So, wir haben hier schon mal gedüngt mit 24 Meter. Genau. Zwei kombinierte Kurse brauchen wir nicht. So, unser Kontostand ist ein bisschen mit 13.686 Euro. Ein bisschen, naja, nicht so gut. Aber das wird sich heute dann auch wieder ändern. Wir haben hier nämlich, das habe ich fertig gemacht und den Fixfermenter fermentieren lassen, 194.869 Liter Silage. Die möchten wir jetzt natürlich verkaufen, damit wir da zu Geld kommen. Ich guck mal kurz bei unseren Tieren noch mal rein, was wir hier so in der Zwischenzeit haben. Ja, da zeigt hier 0 an, aber da stehen wieder Kannen. Ich glaube, 3 Stück habe ich gesehen. Die haben noch zu trinken, die haben noch zu fressen. Was sagen unsere anderen Kühe? Mist, Gülle, Milch, geht. Stroh könnten sie gebrauchen. Ja, da können wir ja bei der nächsten Ernte einfach noch mal eine Ladung absetzen. Das andere hier, ne, das reicht auch noch eine Weile. Also die sind auch gut versorgt. Dann gucken wir jetzt nach dem Silagepreis. So, Silage 600 Euro. BGA ist der beste Preis. Das heißt, wir kloppen jetzt bei der BGA mal was rein, bis die voll ist. Und den Rest, damit wir sofort Geld bekommen, bringen wir mal zum Viehhändler. Ja. Was ist das? Hackschnitzel? Oder was soll das sein? Kann man zum Wohnhaus bringen? Aha. Also ich weiß nicht, was das. Vielleicht hat einer von euch Ahnung, was das hier sein soll. Da kann man was bei Wohnhäusern anliefern. Für mich sieht das aus wie Hackschnitzel, ne? Also von der Bäume. Also, das könnte Häckselgut sein. Aber das müsste Hackschnitzel sein, irgendwie. Also könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wisst, was das hier ist. Ich weiß es gerade nämlich nicht. Damit kann man nämlich Wohnhäuser beliefern. Und ja, mal sehen. Okay, aber jetzt sind wir erstmal so weit, dass wir die Silage nehmen können, um die zur BGA zu bringen. Viel zu tun ist gerade heute nicht hier. Deshalb wollte ich mal gucken, was denn unsere Missionsangebote noch sagen. Düngen, Unkraut bekämpfen, säen, säen, grubbern, säen. Ja, grubbern bringt nie viel Geld, ne? Säen, 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 säen. Düngen für 10.000, Feld 11. Dünger haben wir. Das wird uns nichts kosten, wird aber wieder Geld bringen. Feld 11. Ne, 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 ne. Das ist hier. Ich meine, Geld stinkt nicht, ne? 10.000 Düngen, Feld 11. Das machen wir mit unserem eigenen Düngerstreuer. 10.230, ja, komm, wir haben 3 Traktoren. So, Ansehen für 34.000 und Ansehen für 43.000. Das sind Kartoffeln. Kartoffeln. Feld 2 und Feld 6.
Feld 2, Feld 6. Feld 6 Kartoffeln. Jawohl. Das machen wir. Sag euch auch gleich warum. Weil du bist fertig. Okay. Dann bringe ich mal die erste Ladung zu BGA. Und dann gucken wir mal bei der Kartoffelmission. Das ist ja gar nicht so schlecht. Da gibt es eine Menge Geld für. Gut, wir müssen auch wieder investieren in die Kartoffeln, die wir brauchen. Aber Feld 6 sah jetzt auch gar nicht so groß aus. Egal. Das Kartoffeln ansehen können wir ja automatisieren. Das können wir nebenbei laufen lassen. Und dann müsste das ja eigentlich auch Gewinn bringen. Ne? Kartoffellegemaschine hatten wir nicht, deshalb habe ich jetzt den Traktor und die Kartoffellegemaschine einfach mal mitgemietet. Das wird. Ja, das hier mit der Automatisierung von dem Kühltransport ging ja schief, weil er immer über diesen Trigger gerutscht ist. Der Reifeisentrigger ist auch so komisch. Das ist so nicht so Horseplay-freundlich gewesen. Naja. Wir lassen den mal abkippen. Gucken in die Käserei rein. Hier ist noch ein Käse drauf. Der ist noch nicht so weit. Da ist auch noch Milch drin. Arbeitet noch wunderbar. Drei Käse, viermal Butter. Das kann später in den Hof laden. Oh, du stehst hier, mit dir haben wir gerade nichts zu tun. Du bist fleißig am Düngen. Die picken wir später zu Feld 11. Du brauchst noch nicht dreschen. So. Kartoffeln auf Feld 6 ansehen. Mit den guten Dingen. Kein Frontgewicht. Na gut. Na gut. Wir schauen mal, wie wir zu dem Feld hinkommen. Feld 6. Hier ist das Feld 6. Wir haben hier eine Zufahrt. Das ist nicht das größte Feld. Ein bisschen Steillage. Ja. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt den Kurs generieren für das Ansehen der Kartoffeln hier auf Feld 6 und den Kurs, wo er sich die Kartoffeln besorgt, die er hier anlegen muss. Und dann wollen wir einfach mal schauen, was passiert. Das mache ich aber während eines kleinen Cuts. Bis gleich. Also gut, ich habe den Kurs generiert, den wir zum Aussehen der Kartoffeln brauchen. Mission Kartoffel sehen. Den packe ich mal rein. Wir gucken mal aufs Auge. Ne? Das wird hier so. Das ist der Kurs, womit er dann halt jetzt gleich die Kartoffeln ansehen wird. Dann habe ich noch einen zweiten Kurs dazu gemacht, nämlich den zum Holen der Kartoffeln beim Viehhändler. Da muss ja die Sämaschine zwischendurch immer wieder aufladen. Somit habe ich jetzt diese beiden Kurse kombiniert. Er ist jetzt leer. Ne? Keine Kartoffeln drin. Und ja, wenn er halt fertig ist mit Ansehen und wieder keine Kartoffeln da sind, dass er dann selbstständig zum Viehhändler fährt, Kartoffeln holt und dann die Arbeit fortsetzt. Jetzt gucken wir überall in die Einstellung rein. Da ist nichts zu machen. Da ist nichts zu machen. Da ist nichts zu machen. So, Wendemanöver ist klar. Auf dem Feld darf er ruhig 40 fahren, weil da kann er keinem anderen Fahrzeug im Weg kommen. Rückwärts geben wir ihm wieder 8. So, Wendekreis, Arbeitsbreite, Fahrzeug, Farmsilobefüllung, Kartoffeln ist schon drin. Also, ne? Und drinnen der Sämaschine ist aktiviert, aber er düngt ja nicht. Das habe ich vergessen. Fruchtumfahrung, die muss ich deaktivieren. Ja, ich würde sagen,
Die beiden Kurse sind drin, er ist auf Kartoffeln eingestellt. Ersten Wegpunkt, Abfahrer einstellen und damit sollte sich das erledigt haben. Das heißt, was er jetzt wohl als erstes macht, ist losfahren und sich Kartoffeln holen. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Ich fahre mal ein Stück mit. Letztes Mal hat es ja geklappt. Ob es diesmal auch klappt, sehen wir gleich. Ich mache einen kleinen Cut, bis er da ist. Bis gleich. Jetzt fährt er gerade beim Viehhändler durchs Tor. 43.000 kriegen wir für die Mission, dass der die Kartoffeln hier holt, die er dann halt braucht. Zum Ansehen klappt schon mal nicht. Warum? Warum? Ist er zu schnell? Liegt es daran? Der Trigger geht nicht. Warum geht denn der Trigger nicht? Der ging doch beim letzten Mal. Ist die nicht. Ist das vom. Ne, daran kann es ja nicht liegen. Das wüsste ich aber. Warum geht denn der Trigger nicht? Er holt doch hier Kartoffeln. Warum will er denn jetzt hier? Der Trigger ist kaputt, Leute. Verstehe ich gerade nicht. Das ärgert mich ja jetzt hier. Wie soll ich denn dann an Kartoffeln kommen, wenn der Trigger nicht geht? Wie doof ist das denn jetzt? Ich habe es letztes Mal genau so gemacht. Und jetzt sagt er mir, der Trigger geht nicht. Ja, kein Trigger, keine Kartoffeln, aber warum? Da habe ich mir schon in den Eintor geschossen. Also definitiv, ne? Das ist hier der Trigger, den er nutzen sollte, um Kartoffeln zu laden. So wie beim letzten Mal halt auch. Aber will er nicht. Machen wir jetzt. Wo kriegen wir denn jetzt noch Kartoffeln her? Hier ist ja nur zum Abladen. Gibt es noch eine Stelle, wo man Kartoffeln kaufen kann? Gibt es ja gar nicht, ey. Das ist ja schon wieder. Da habe ich ja schon wieder Bock drauf. Wohnhaus, 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 Wohnhaus. Am Hofladen. Vierhändler. Reifeisen. Bei Reifeisen gibt es Kartoffeln. Okay, ich fahre mal rüber zum Reifeisen. Kleiner Cut. Mal gucken, ob es da Kartoffeln gibt. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, ne? Egal, wo ich ranfahre, ich kriege die Kartoffellegemaschine nicht betankt mit Kartoffeln. Die Trigger gehen nicht. Ich weiß nur nicht, warum. Da habe ich mir überlegt, mache ich entweder die Mission platt oder aber mal gucken. Helferbetankung, Kraftstoff, Saatgut, Dünger, Gülle, Mist. Wenn ich jetzt für diese eine Mission Helferbetankung Saatgut anschalte. So. Ob das Ganze dann funktioniert? Wir probieren mal. Ich hau den Kurs noch mal rein. Kartoffeln holen brauchen wir nicht. Die Trigger gehen halt nicht. Ne? Ist schon ätzend. So, erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Gucken, was passiert.
Zumindest fährt er schon mal zum ersten Wegpunkt. Ne? Ich wollte das eigentlich so nie machen. Aber ich habe mir gedacht, bevor jetzt 43.000 Euro durch die Lappen gehen. Das funktionieren. Ich bin da nicht glücklich mit. Vor allem guck mal, wie die Kohle runtergeht. Bevor das Feld fertig ist, sind wir pleite. Und wir haben ja von der Ernte nichts, ne? Das kommt ja noch dazu. Wir haben von der Ernte nichts. Kriegen nur das Geld für die Mission. Na gut, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass diese Eventualität eingerechnet wurde bei der Mission. Dass das nicht so arg geht. Ich will die ehrlich gesagt nicht abgeben. Vielleicht ist unser Gewinn jetzt nur minimal dadurch, aber wir werden Gewinn machen. Von daher, da kümmere ich mich auch gleich drum. Wie sieht es aus mit unserem Düngerstreuer? So, du hast unser Feld fertig gedüngt. Da steht Unkraut drauf. Oh. Ah. Das können wir aber noch striegeln. Aber bevor wir das Unkraut striegeln, fahren wir eben. Ah ne, die Mission 11 kann warten. Wir striegeln jetzt erst Unkraut. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Die Mission zum Düngen auf Feld 11 kann warten. Wir bringen den Düngerstreuer mal schnell auf den Hof. Wir müssen den ja hier nehmen, weil der ist der einzige mit Pflegebereifung. Im Moment. So, ich stelle den Düngerstreuer einfach mal hier ab. Da fahren wir dann später mit zu Feld 11. Und wir holen den Striegel. Dann brauchen wir nämlich nicht Spritzen. Striegeln ist um einiges billiger als Spritzen. Ne? Wissen wir ja. Ein Spritzen kostet immer Geld. Ah, der zählt die Kartoffeln ganz schön runter. Aber wenn die Kartoffelernte auf Feld 6 ansteht, das sollten wir mal im Auge behalten. Denn dann können, sollten wir mal warum wächst das nicht bis ganz unten? Naja. Dann sollten wir die Kartoffelernte vielleicht dann machen, um dann abzugreifen die Kartoffeln, die übrig bleiben. Ne? Naja, gut. Wir haben ja noch nicht gestriegelt auf Feld 5. Das ist Feldarbeit. Kursgenerierung. Ach, das ist das Feld 4. Ja, 9 Meter Arbeitsbreite. Ja, 9, 18, 27. Das sind drei Vorgewinde. Wir können dem ruhig scharf striegeln lassen. Dann ist er schön gründlich. Generiere Feldkurs. So. Speichern. Feld 04. Striegeln. 9, 9, 9 Meter. Wunderbar. Ja, jetzt ist es bis ganz unten gewachsen. Na prima. Okay, erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Dann mach du das mal kleiner. So, wir switchen mal durch. Du wartest noch, ja. Der ist mit dem Kartoffellegen hier. Mit dem ersten Vorgewende gleich fertig. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, Leute. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wir haben ja mit 13.000 die Mission begonnen. Wenn wir die abgeben, werden wir ja dann sehen, ob wir Gewinn gemacht haben oder nicht. Jetzt zieht er rüber. Okay.
Während der eine striegelt, der andere Kartoffeln legt, können wir hier nochmal eine Ladung Silage holen. Für die BGA. Was haltet ihr davon? Wir wollen ja auch Geld verdienen und nicht nur verlieren. Ne? Also diese Kartoffellegemission, warum das nicht geht? Wir haben ja damals zwei Kartoffellegemissionen schon gemacht hier auf der Hofbergmann. Parallel. Und da hat das ja geklappt. Ne? Warum der Trigger jetzt nicht funktioniert? Dass jetzt ein Bug ist oder ob ich was übersehen habe. Ja, wer weiß das schon. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt. Weder beim Viehhändler noch bei Reibeisen, dass ich da irgendwo Kartoffeln gekriegt habe. Naja. So. So. Schön runterfahren. Bitte sehr, bitte gleich. Motor ausmachen, ein bisschen Sprit sparen. So. I geht. So. Gucken wir mal weiter. Was sagt die Käserei? Haben wir hier mittlerweile schon? Nö. Milch ist noch drin. Wunderbar. Der steht immer noch. Den brauchen wir gerade nicht so. Mr. Striegel funktioniert. Erste Wachstumsstufe Unkraut kann man striegeln. Das hatten wir jetzt gelernt. Letzte Wachstumsstufe Unkraut. Nein. Müssen wir schon spritzen. Okay. Das geht ins Geld. Also da wäre das Kartoffeln kaufen zum Legen wahrscheinlich günstiger gewesen. Ah, okay. Ich sag jetzt mal nichts. Wir werden das sehen. Wie gesagt, 13.000 hatten wir. Und über 40.000 kriegen wir für diese Mission. Aber da zeigt sich schon wieder hier, ne, gefühlt, warum ich immer sage, Kartoffeln und Zuckerrüben, das ist nicht meins. Da werde ich nicht happy mit, ne? Da zeigt sich das wieder. So, wenn wir die zweite Anhängerladung jetzt verbracht haben in die BGA, dann gucken wir mal, wie viel noch reingehen. Die Gärreste, wissen wir, können wir bei Reifeisen verkaufen. Das ist gut. Das bringt auch Geld, nicht viel, aber es bringt halt Geld. Man könnte natürlich auch die Gärreste nehmen, um damit Felder zu düngen. Aber da ist der Verbrauch, glaube ich, so gut. Später dann, wenn wir vielleicht eine Produktionsanlage, eine Düngerproduktion dazu nehmen, vielleicht dann nehmen wir die Gärreste ja dafür. Um. 50.000 passt rein, 26.900 in einem Anhänger passen 21.000. Da passt locker noch eine Anhängerladung rein. Okay, dann hole ich jetzt noch mal was, während alle anderen Arbeiten laufen. Oh, guck mal, wie der uns mit den Kartoffeln das Konto runterzieht. Ah, ob das ein Fehler war, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na gut. Kleiner Cut. Bis gleich. Okay. Noch eine Anhängerladung. Silage. Das sieht schon ganz gut aus, ne? Ja. 42, 44, 45. Okay. Noch eine Ladung passt da nicht rein. Geht ja nur bis 50.000. Das heißt, wir könnten jetzt mal eine Anhängerladung direkt Verkauf machen. Besten Preis gibt es ja beim Viechhändler. Ist so. Naja, gut.
müssen ja irgendwo das Konto jetzt langsam auch wieder aufbessern, weil guckt euch mal an. Ah, die Kartoffeln. Die Kartoffeln. Unglaublich. So. Ich. Der hat ja jetzt schon knapp 6.000 Euro investiert in Kartoffeln. Muss man gar erst mal gucken, wie weit der ist, ne? Wenn der da die ganzen 40.000 Euro in Kartoffeln investiert, das wäre schlecht. Nein. Das wäre sehr schlecht. Ich könnte mit dem Silageverkauf jetzt theoretisch auch warten, bis die BGA soweit ist, dass da wieder eine Anhängerladung reinpasst, anstatt jetzt hier sofort zu verkaufen für keinen Preis. Ist das? Naja, machen wir das mal. Guck noch mal in die Käserei rein. Oh, immer noch Milch da. Wunderbar. Ob wir den eigentlich mal. Ne, ich will den nicht verkaufen. Der ist klein, der ist spritzig, das funktioniert. So. Der striegelt hier fleißig. Tank ist auch nur noch halb voll. Interessant. Wir müssten bald mal tanken, glaube ich. So, was sagt ihr mit den Kartoffeln? Ich glaube, das ist ja, das ist jetzt das vierte Vorgewende, wo er drin ist. Ach, du Wahnsinn. Da wird ganz schön Geld für Kartoffeln drauf gehen. Naja. Ich lasse das jetzt mal noch ein bisschen laufen. Mach mal einen kleinen Cut. Bis eine der Maschinen fertig ist. Ne? Gleich wieder da. Ja. Halt ist, wie es ist, ne? Aber Kartoffeln ist hier, die Mission ist erfüllt. Gucken wir uns mal den Kontostand an. Minus 5.657. Ja gut, da sind jetzt gerade noch 1.700 Euro Lohnzahlungen runtergegangen. Das ist ja soweit auch in Ordnung. Aber im Prinzip, wir sind so ungefähr bei 4.000 Euro im Minus. Mit 13.000 haben wir begonnen. Das heißt, wir haben 17.000, 18.000 Euro investiert in Kartoffeln über die Helferbetankung. Ja, ich gebe die Kartoffelmission jetzt mal ab. Das war ja Feld 6, ne? Da kriegen wir noch mal 759 erstattet. Ah nee, das sind die Mietkosten. Erstattet kriegen wir nichts. 42.907. Abschließen. So. Jetzt sind wir bei 37.251. Mich ärgert das, ja, dass ich hier angewiesen war, die automatische Helferbetankung zu aktivieren. Wir wären garantiert billiger weggekommen. Hätten wir beim Viehhändler oder bei Raiffeisen Kartoffeln abtanken können. Ich finde das, woran es auch immer gelegen hat, ob es ein Bug ist oder, ich fand es jetzt nicht gut. Naja. Wenn wir jetzt von den 13.000, mit denen wir gestartet sind, das mal umlegen, sind wir ungefähr bei 24.000 Euro, zwischen 24.000 und 25.000 Euro Gewinn für die Mission gewesen. Und ja, Saatgut kaufen mache ich jetzt auch wieder aus. Naja, nichtsdestotrotz. Ich habe das Striegeln abgeschlossen. Ich habe auf Feld 11 die Düngemission begonnen und die ist auch schon fertig. Das heißt, die Düngemission können wir auch abgeben. Wir mussten kein Fahrzeug mieten. Wir haben eigenen Dünger genommen. 10.230 tun wir uns dafür rein. So, sind wir bei 47.000 und Düngerverbrauch. Ich hatte den voll gemacht. 37%. Das war jetzt also nicht die Welt, ne, was wir da an Dünger eingesetzt haben. Naja, der Düngerstreuer müsste langsam mal repariert werden.
Und das mit den Kartoffeln, das hat sich gerechnet, ne? 20.000 für Cosplay arbeiten lassen und naja, trotzdem hätten wir mehr Gewinn gemacht, hätte das funktioniert mit dem Trigger, bin ich mir sicher. Naja, lassen wir es so, wie es ist. Ich könnte halt, wir haben ja jetzt hier noch eine Menge Zeit investiert. Wir könnten mal eben gucken, wie weit der Gärprozess hier ist. So. Oder der, wie das sich auch immer nennt. 55%. Hey, der Witzka. Ich glaube, da haben wir auch erst am nächsten Ingame-Tag was von. Der wird wohl noch dauern. Naja, so ist es. Gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für heute von der Hof Bergmann. Schade, dass das mit den Kartoffeln nicht so funktioniert hat, wie es hätte sein sollen. Und wir da die Helferbetankung einschalten müssen. Also Kauf von Kartoffeln. Aber so kann es halt manchmal passieren. Vielen Dank fürs Zuschauen hier auf der Hof Bergmann. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, würde ich mich tierisch immer freuen. Ich war wie immer euer Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Ciao, ciao.